Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Ich danke Ihnen, Sie sind gute Menschen. Schönen Abend noch. Nein, ich bin nicht Christian Ehring, wie Sie erkannt haben, sondern viermal Christian Ehring, nur mit einem vollkommen anderen Gesicht, einfach in älter. Der Punkt ist, dass Christian Ehring heute nicht da ist. Keine Ahnung, wo er ist, geplatzt. Wir werden versuchen, es herauszufinden oder auch nicht. Ich werde diese Sendung heute moderieren, ist vielleicht ein etwas zu starkes Wort dafür. Zu verdanken ist das übrigens Klaas Butenschön, den Sie jetzt noch nicht sehen können, aber dazu später mehr, der mich fragt, ob ich es moderieren kann. Und ich habe natürlich gesagt, Alter, bist du krank im Schädel? Er nahm es für ein Ja. Also, lassen Sie uns schauen, was wir heute erreichen können. Womit geht's los? Also Christian hätte jetzt am Anfang über Karneval gesprochen. Wenn du irgendwas zu Karneval weißt, wäre das jetzt der Moment. Wenn nicht ich, wer dann? Lachen Sie nicht, sonst breche ich an der Stelle ab. Es wird ein langer Abend. Karneval. Reden wir drüber, das kann man sachlich angehen. Zur Erklärung jetzt mal für euch Nordleuchten, Lichter, Menschen. Karneval heißt, man wird sexuell von Darth Vader belästigt. Ich sage, es wird lang. Astronauten brechen dankenswerterweise in den eigenen Helm. Und fremde Existenzen mit Glöckchen an der Waffel werfen dir einen Pfund Bonbons ins Fressbrett. Karneval, tete. Da fügt sich auch eins zum anderen. Der kölsche Dialekt hat ja vor allem von allen Mundarten die höchste phonetische Nähe zum Vollrausch, so grundsätzlich. Und der Republik Rest zieht nach und marodiert durch die Städte. Und obwohl beim Hirn der Stecker raus ist, kriegt man eine Kolonne mit Festwagen hin, Hut ab. Da gibt's, klatschen Sie nicht, ich lasse Sie austauschen, da gibt's nichts zu meckern. Obwohl ich den Verdacht habe, die von den Wagen geworfenen Süßigkeiten kommen aus irgendwie dunklen Quellen. Ich habe zum Beispiel Rosenmontag einen Hanuta aufgesammelt. Da war ein Aufkleber von Karl-Heinz Rummenigge drin. Trotzdem, der Deutsche hat den Bogen raus. Ich freue mich auch. Party hard, work with Stempeluhr. Das ist im Prinzip total liebenswert, das Ganze. Wir sind letztendlich die Titanen der Fröhlichkeit nach DIN-Norm. Aber wo sieht's woanders aus? Vor allen Dingen wo? Nee, ich rieche ein bisschen, aber sprachlich macht mir keiner was vor. Wie sieht's woanders wie? Aus? Die und Frage warum nämlich, die Frage sieht nämlich, es wo letztendlich? Ich störe ungern, Thorsten. Aber die Frage ist, aber du störst. Wie sieht's woanders aus? Ah ja, Griechenland. In Griechenland. Ja. Bitte Griechenland. Naja, die Lage in Griechenland ist auch so angespannt wie das Gesicht von Costa Cordalis. Aber die Frage ist ja, feiern die trotzdem? Werfen wir gemeinsam einen Blick über den Papp-Tellerrand. Liebe närrische Freunde, Sie kennen den Karneval in Köln, in Düsseldorf oder in Rio. Das können Sie jetzt hier trost vergessen. Richtig jeck ist dieses Jahr der Karneval rund um Griechenland. Die Griechen waren ja schon immer ein lustiges Völkchen. Doch die Pappnasen Tsipras und Varoufakis setzen jetzt noch einen drauf. Der Tsipras geht dieses Jahr als Wünsch dir was, Winke-Onkel. Und Finanzfunkmariechen Varoufakis hat für Karneval sein letztes Hemd rausgeholt. Und macht sich schon mal warm für den Bütt. Es ist Unsinn, von einer griechischen Finanzkrise zu sprechen. Ja, fängt gut an. Wir sind nicht korrupt, jedenfalls noch nicht. Noch nicht?
kommt Tsipras. Hast du auch noch einen kurzen? Respekt. Wir respektieren die Regeln der EU. Ja, der ist gut. Da muss sich die Brüsseler Karnevalsgruppe planlose Gurken was einfallen lassen. Oberjeck Juncker, bitte. Ui, der hat wohl zu viel Kamelle mit Schuss gelutscht. Ja, wollen wir mal lieber de Wolle reinlassen. We agree to disagree. Knaller! Närrischer geht's ja nicht mehr, oder? We didn't even agree to disagree. Leck mich in den Tisch! Und dann bekloppteste? Der DAX klettert immer weiter nach oben und tanzt den Finanzmärkten auf der Nase rum. Ja, ja. Stellt sich nur noch die Frage, als was geht Varoufakis im nächsten Karneval? Use your imagination. Also, entweder als Pleitegeier oder als Superheld. Und damit, hellas, hello! Hello! Danke. Okay. Ein Film von Jasmin Wenkemann und Marieke Schmidt-Glenewinkel. Schön. Was mir hingegen total auf die Fackel geht. Die Lokführergewerkschaft droht schon wieder mit Streik. Diesmal soll der Streik hunderte von Stunden dauern. Hunderte von Stunden geht's noch? Vergangene Woche waren noch schon die Piloten dran. Ein Desaster. Die Militärflieger können nicht, die zivile Luftfahrt will nicht. Astrein. Meine Oma sagte ja immer, Reisende soll man nicht aufhalten. Wird Zeit, dass die Jungs halt auch mal mitkriegen. Ich versuche aber ohnehin, Fliegen generell zu vermeiden. Ich habe nämlich tierische Flugangst. Mit Fremden in einer Metallröhre sitzen, in die Luft geschossen werden, dann Brötchen essen müssen, da gehe ich kaputt dran. Das ganze Konzept. Aber bei der GDL, unter uns, habe ich echt das Gefühl, vielleicht gibt es gar keine Lokführer. Ich glaube, das Ganze läuft seit 1998 automatisch mit Windows XP oder so. Da sitzt gar keiner in der Lok. Und die erstreiken widerrechtlich das Geld, fahren da von der Malle, blockieren mit Handtüchern alle Liegen am Pool und machen dann so Durchsagen vom Balkon. Das Ablegen eines verkaterten Bahnmitarbeiters verzögert sich um 52 Minuten. Ist es natürlich Quatsch, klar. Bleiben wir da realistisch oder was kommt jetzt wieder im Film? Ja, Logan, was soll denn sonst kommen? Das Thema Streik ist ja quasi wie gemacht für Filme. Deswegen hat Jakob Leube, ist ein Autor von uns, der hat das Ding mal quasi als Hollywood-Film gestaltet. Und das kommt jetzt. Film ab. Achtung, liebe Fluggäste. Wegen eines Streiks sind alle Flüge bis auf Weiteres gestrichen. Dear Passengers. Nach einer wahren Geschichte. Ein Mann, monatelang gefangen. Im Flughafen. Oh nein, nicht schon wieder. Dann der Zug. Okay, schnell. Längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn. Millionen Bahnreisende werden auch in dieser Woche was? Auf eine Geduldsprobe gestellt. Das auch noch? Das ist der sechste Streik. Doch. Sehen Sie Tom Hanks als Otto Normalverbraucher. Ein Drama von den Machern von Die unendliche Geschichte. Was? Nein, die haben doch alle einen Vogel. Jetzt streiken die Piloten wieder. Ich komme hier nicht weg seit 6 Monaten. Lokführer, Piloten, Lokführer. Ein Film übers Reisen in Deutschland. Über Hoffnung. Haben Sie gehört, die Lokführer streiken jetzt nimmer. Und zerplatzte Träume. Schon wieder mögen Bahnfahrer heute denken. Erneut hat die Gewerkschaft deutscher Lokführer zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die GDL verlangt unter anderem 5% mehr Geld. Ein Klassiker über das Warten und viel, viel, viel Geduld. Sehr erhellend das Ganze, wie auch bei euch hier. Am Wochenende bei der Hamburg-Wahl haben wir mal wieder eins gelernt. Die CDU bekommt in Großstädten kein Bein an die Erde. Man fragt sich, woran liegt's? Standen in Hamburg die CDU-Wähler am Vorverkaufsschalter der Elbphilharmonie? Ja, oder was? Naja, bekanntlich setzt sich die CDU ja für die Vorratsdatenspeicherung ein und bessere Integration von Migranten. Also für Dinge,
die auf dem Land sowieso keinen interessieren. Ist der Erfolg deshalb auf der grünen Wiese größer? Böse Zungen munkeln, da, wo die CDU am stärksten vertreten ist, muss das Internet gar nicht groß überwacht werden. Man hört ja schon am Fiepen des Modems, dass der Nachbar online geht. Lachen Sie nicht. Sieht so die Zukunft der CDU aus? Mit dem Traktor zum Wahllokal? Ländliche Integration, indem man dem einzigen Moslem im Dorf die gerollte Hör zu auf den Turban haut? Der Frieden im Kleinen? Gehen wir dem nach. Thorsten? Was? Und was sonst noch so war? Und was sonst noch so war? Abgehakt. Abgehakt. Die Woche aus der Sicht der Nachrichten? Die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Wie das gehen soll, weiß kein Mensch. Von Tobias Döll. Von Tobias, ich habe den Nachnamen nicht verstanden, Döll. Aber er ist ein guter Junge. Was? Döll. Von Tobias Döll. Hamburg hat sich gequält. Hat gewählt. Noch nie sind in Hamburg so wenige Menschen zur Wahl gegangen. Was? Dabei war das doch die spannendste Wahl der Woche. Scholz oder Scholz? Und wenn ja, wie viel? Und wer hat jetzt gewonnen? Hä? Regie? Achso, anderes Ohr. Gewonnen hat, wer? Ach ja, Scholz. Die Angela Merkel der SPD. Charisma wie ein Toastbrot, aber immerhin. Wir haben gehalten, was wir versprochen haben. Gut, war jetzt auch nicht so schwer. Denn ihr habt wenig versprochen. Weniger ist eben manchmal mehr. Das Motto passt doch ganz gut zum Wahlergebnis der Hamburger CDU. Das war eine ordentliche Klatsche gestern. Ach, 16 ist doch gar kein so schlechtes Ergebnis. Habt ihr immerhin doppelt so viel gekriegt wie der HSV. Fakt ist, wenn man HSV-Fan ist und CDU-Anhänger, war das ein bitteres Wochenende. Der Extra-3-Buchclub präsentiert das neueste Meisterwerk von Deutschlands führender Phrasenschleuder. Ein neues Weißbuch. Ursula von der Leyen hat sich wieder viel vorgenommen. Ihr neuestes Projekt, ein Grundsatzdokument zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr. Denn jeder weiß, wenn man nichts weiß, schreibt man eben ein Weißbuch. In einem Weißbuchprozess gewinnen wir selber auch Selbstvergewisserung und das programmatische Denken nach vorne. Denken nach vorne, nicht nach hinten oder zur Seite. Genial. Es soll unsere Haltung und unseren Handlungsanspruch klar aufzeigen. Es soll ein Narrativ entfalten. Wie bitte? Es soll ein Narrativ entfalten. Narrativ, Dativ, Akkusativ. Hauptsache nicht zu tief. War sonst noch was? Ach ja, wenn bei einer Waffenruhe sie einfach nicht ruhen, die Waffen, Ruhe bewahren und eine paffen. Hör mal, heikles Thema jetzt. Und natürlich muss ich da jetzt wieder alleine dran. Naja, falls Sie gerade erst zugeschaltet haben, Christian Ehring ist heute nicht da. Warum? Fragen Sie nicht nach. So oder so. Manchen ist es noch nicht aufgefallen, aber die Buben und Madeln von Extra 3 haben sich ein bisschen auf den galoppierenden Hirnfraß eingeschossen, der in letzter Zeit so um sich greift. Pegida, Legida, Lügida, Nügida, Pügida. Das alles klingt noch immer hart nach Pokémon. Ist aber vor allem eins, ein recht rustikales Aufbegehren von Menschen, die sauer sind. Der nachlässige Beobachter könnte natürlich wieder anmerken, dass bei all diesen Abendspaziergängen nach wie vor stumpfe Nazi-Leute neben wutgeblähten Windjacken marschieren. Aber vielleicht kann man die einfach nicht nach Hause schicken. Ich meine, vielleicht will man auch nicht. Spekulation. Ich für meinen Teil warte im Prinzip nur darauf, dass da auch noch Orks dazustoßen. Aber vielleicht stimmt das ja alles auch. Deutschland verdorrt von innen heraus. Der Muslim übernimmt Karstadt, die GEZ ist die oder der Gebührenkrake, ich weiß nicht genau. Der Bergdoktor Gas- und Wasserinstallateur und die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Das will man wohl noch sagen dürfen. Aber kann man es sich so leicht machen? Nein. Allzu oft wurde uns nach einseitigen Berichten über Verschwörungstheorien und Wutbürgergesumse von Patrioten auf die virtuelle Anrichte gekackt. Damit muss Schluss sein. Im Zuge des Umdenkens in der Redaktion von Extra 3
gekoppelt mit den Auflagen des Rundfunkrates, endlich dieses lästige Etikett Lügenpresse loszuwerden, sehen wir uns genötigt, diese Bewegung in Rage geratener Bürger das Wort zu erteilen. In unserer neuen Rubrik. In unserer neuen Rubrik. Sendezeit für Wutbürger. Betonung ist so wichtig. Sendezeit für Wutbürger. Begrüßen Sie nun von woanders Peggy Novak. Setz hier schon an, oder was? Oder was ist los? Meine Fresse. So, also, Freunde, mein Name ist Peggy Novak. Ich muss jetzt mal was zum Thema Frühling sagen. Ja? Also, ich muss wirklich sagen, ich habe nichts gegen Frühling. Also wirklich, ich habe überhaupt nichts gegen Frühling. Ich meine, ich fliege ja selbst regelmäßig in den Süden rüber. Aber dass jetzt wirklich jede Jahreszeit hier nach Deutschland kommen darf, ich meine, muss das wirklich sein? Ich meine, der Frühling, ja? Ich meine, das ist ja eigentlich noch nicht mal eine deutsche Jahreszeit, gell? Oder was meint Sie, warum das arabischer Frühling hieß, ja? Denken Sie darüber mal. Darüber müssen Sie nachdenken. Nicht immer für dumm verkaufen lassen hier vom Staatsfunk. Da gucken Sie nämlich. Da kommt dann dieser Frühling hierher und macht sich jetzt hier schön mal fett in Deutschland breit und nimmt den einheimischen Jahreszeit mal eben so die Arbeit hier weg, oder was? Darüber sollten Sie berichten, von meinen Zwangsgebühren. Aber nee. Da heißt es dann gleich wieder, oh, die feinen Damen und Herren von der Systempresse, oh, wie die Krokusse sprießen, die Hyazinthen blühen. Ich meine, wäre es nicht mal eine Idee, sowas auf Deutsch zu sagen? Chantal, geh mal nach die Blumen. Ist doch wahr. Aufregen kann ich mich. Ganz ehrlich. Ich habe nichts gegen den Frühling. Nur nicht in meiner Nachbarschaft. Ja? Und solange der unsere Pflanzen hier in Ruhe lässt. Aber da sind ja auch noch die Vögel, die hier ohne jede Kontrolle einfach mal im Frühling zuziehen. Machen hier einfach rüber aus Afrika. Die nisten sich in unser Ökosystem ein und lassen dann ihre Brut hier alles vollscheißen. Ich meine, wir können doch nicht hier jeden Kranich einfach mal eben so reinlassen, der hier hin will. Die fressen uns hier noch die deutschen Würmer vom Kopf. Und dann ziehen die einfach hier fröhlich weiter und so, ne? Und was machen wir mit den Extremisten? Einer nennt sich sogar Zaunkönig. König! So weit kommt's noch, dass hier einer eine Moncherie oder wie das heißt, da aufmacht. Manche Vögel sind ja richtige Terroristen, ne? Die kommen ganz klammheimlich, kommen die einfach her, um dann in deutsche Fensterscheiben zu fliegen. 9-11 ist nix dagegen. Nee, no, also ich meine deshalb, ich fordere jetzt hier sofort kriminelle Vögel ausweisen. Weg mit denen. Aber das wird ja hier bestimmt wieder rausgeschnitten, ne? Hier im Staatsfernsehen. Also ganz ehrlich, Meinungsfreiheit, das geht hier wirklich anders, Freunde. Ich bespreche das morgen sofort bei der WGSA, Wutbürger gegen Satire. Wir haben so ein Treffen so 9:30 rum, ne, treffen wir uns. Und 10:30, da haben wir uns dann zerstritten. Und 12:00 gründet jeder dann einfach seine eigene Organisation. Was soll's. Und das will ich ganz kurz will ich das noch hier klarstellen, ja. Ich bin hier garantiert kein Nazi. Einige meiner besten Freunde sind jüdische, GEZ-zahlende, maximal pigmentierte, mit körperlicher und oder geistiger Behinderung wie Schwulsein oder Abitur. Und ich finde, wirklich, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. So, ich bin fertig. Vielen Dank, Peggy Novak. Ja, schön, dass wir das klären konnten. Das nenne ich Reklame in eigener Sache. Gut gelöst. Wobei, der Werbung als solcher wird ja immer vorgeworfen, sie würde lügen. Natürlich lügt die Werbung. Das ist so, als würde man einem Satiremagazin vorwerfen, dass es Gefühle verletzt. Stopp, vorsichtig. Man sagt natürlich irreführende Werbung.
Und die zu verbieten, wäre ja noch schöner. Als nächstes verbietet man Männern mit kleinem Pimmel, sich einen Porsche zu kaufen. Echt, wehret den Anfängen. Aber trotzdem, der Molkerei Moloch Ehrmann hat seinen Kinderquark Monsterbacke mit dem Slogan »So wichtig wie das tägliche Glas Milch« beworben. Da dieser Kinderquark, was immer das sein soll, es klingt wie Rentnerporree, egal. Da dieser Kinderquark allerdings derartige Mengen Zucker enthält, dass es beim Melken der Kuh hätte knirschen müssen, passt halt irgendwie nicht. Oder um kurz zu sagen, der Bundesgerichtshof lässt diesen Slogan zwar zu, verfügt aber, dass ein erhellender Anhang an dieser Aussage gehört, zum Beispiel so wichtig wie das tägliche Glas Milch. Die muss nämlich weg, da bildet sich schon grüne Haut drauf. Oder? Naja, fest steht, die Lebensmittelindustrie tut so, als wäre sie Rolf Zukowski, ist aber Bushido. Ein Werbespot von Freddy Radeke. Oder was? Ja, langsam hast du es raus. Ist nicht schlecht. 9 Sendungen noch. Los geht's. Ist Ihr Kind morgens auch immer so langweilig entspannt, ausgeglichen und konzentriert? Dann holen Sie sich die völlig überzuckerten Power-Glucosis mit dem Frühstücks-Cerealien. Papa, kann ich ein gesundes und nahrhaftes Frühstück bekommen? Nein, mein Sohn. Der Frühstücks-Cerealien bringt uns doch immer Power-Glucosis. Power-Glucosis bringen dir extra viele Zusatzstoffe wie E102, 122 und 180. Lecker. Besonders bedenklich für Allergiker. Mama, das juckt überall. Ach, das macht nichts, Schatz. Das geht gleich wieder weg. Nimm doch noch eine Portion. Für die extra Portion Farb- und Aromastoffe. Aus der Region ist die Oma von dem polnischen LKW-Fahrer, der das Zeugs von Ungarn nach Deutschland gekarrt hat. Der Nährwert des Inhalts entspricht dem Nährwert der Pappverpackung. Papa, warum habe ich denn so schwarze Zähne? Das kommt von dem ganzen Zucker. Du Dummerchen. Mit den wichtigsten Bestandteilen aus gut 0,7 Milliliter Milch und mehr als 100% Zucker. Außerirdisch schlecht und nicht von dieser Welt. Power-Glucosis mit dem Frühstücks-Cerealien. Ach, total ungesund, aber wir verdienen eine Schweinekohle damit. Ja. Jo. Konnte ich jetzt mal wenig mit anfangen. Ich meine, wir hatten ja sowas gar nicht, als ich ein Kind war. Was soll das? Bei uns gab es maximal Tritop, diesen dubiosen Sirup zum Verdünnen, der kommt von der gleichen Insel wie Godzilla. Der trockenen, kennen Sie den? Voll mit Zucker, aber das war damals egal, weil du musstest nur so eine kleine Kappe auf so einen Wassereimer und ins Grundwasser kommen durfte das auch nicht. Brandgefährlich, das war nicht schlimm. Du durfst nur die Pulle zu Hause nicht umkippen lassen, hat die ganze Siedlung für immer nach Mandarine gestunken. Aber, weißt du, wenn wir das überhaupt hatten? Meistens haben wir da gar kein Geld für. Meistens gab es den guten, löslichen Zitronentee, ein feines Getränk. Kennen Sie das? Diese hohen Dosen mit diesem Granulat. Geschröbbel da drin, das kostet wirklich nichts, ist günstig, löst sich halt nur in nichts auf. Wobei die Zubereitung ist ja simpel, du nimmst einfach so ein Gefäß, da machst du 9 bis 12 Löffel von diesem Katzenstreu mit Zitronengeschmack rein und dann kippst du 1 Liter klar Wasser drauf und dann wurde gerührt, 1 Woche lang wurde nur gerührt. Währenddessen passiert in dem Glas ja nichts, das löst sich ja nicht für 50 Pfennig auf. Alles blieb so in seiner Urform, so verklumpt, man konnte den absolut unveränderten Zitronentee gebrocken so einen Namen geben. Da kommt der Uwe wieder, da kommt der Uwe wieder, du hast gerührt und dann hast du den Löffel rausgenommen und zack. Hatte man das Getränk. Es war der frühe Latte Macchiato, so 2 aufeinander gestapelte Schichten. Das konnte man dann auch trinken. Erst kam so 1 Liter trübes Wasser und dann klatschte einem so 1 Kilo Paniermehl ins Maul. Das war. Hat aber hiermit eigentlich nichts Thorsten, zu tun. Was Thorsten, ist denn? Thorsten! Ich unterbreche wirklich ungern. Ich unterbreche dich wirklich ungern, aber ich frage mich gerade, wie du von Instant-Eistee rüberkommen willst zur Realsatire Bahnhof Grimma. Ja, überhaupt viel Spaß! Hier, Realsatire, Bahnhof Grimma. Viel Spaß. Der Bahnhof im sächsischen Grimma. Die Zeit hat hier und da ein paar Spuren hinterlassen. Die Empfangshalle ist dicht, aber der Bahnsteig wird noch genutzt. So gut es eben geht, bei dem Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ich habe schon erlebt, dass eine Frau neben mir aus dem Zug rausgefallen ist, eine ältere Frau. Und wir haben ihr dann wieder aufgeholfen. Also das ist schon, der ist schon tief und das finde ich nicht gut.
Aber weil die Bahn ja total kundenfreundlich ist, hat sie direkt gegenüber für 200.000 Euro diesen neuen Bahnsteig gebaut. Und zwar mit allem Drum und Dran. Er ist barrierefrei, er hat eine Blindenleiteinrichtung, Fahrgastunterstand. Gute Sache, so sollten sie eigentlich im ganzen Netz aussehen, an den Stellen, wo sie gebraucht werden. Also auf zum neuen Bahnsteig an Gleis 2. Darauf haben auch diese beiden schon lange gewartet. Ich habe mich gefreut. Ich denke, nur endlich, jetzt kann ich ohne Probleme mal nach Leipzig fahren. Etwas zu früh gefreut. Denn die Leipzig-Züge halten nicht am neuen Bahnsteig 2, sondern am alten Bahnsteig. Na, und wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich halten alle Züge auf Gleis 1. Warum dann überhaupt der neue, teure Bahnsteig? Ja, das ist für uns sehr zweifelhaft. Wir wissen es nicht. Wir haben immer darauf hingewiesen, wir brauchen ihn nicht. Wir werden ihn auch zukünftig nicht benötigen. Warum? Sie bauen den neu und wird nicht benutzt? Ich weiß es nicht. Wenn da ein Zug fahren würde, dann wäre es ja sinnvoll, dass er gebaut wurde. Aber jetzt ist es Quatsch. Die Bahn dazu? Mit 2 Bahnsteigen steht eine höhere Infrastrukturkapazität zur Verfügung. Tja, Infrastrukturkapazitäten klingt erstmal gut, aber ich glaube, so richtig erklären tut das nichts. Doch, die Bahn wird den Bahnsteig schon irgendwann noch mal nutzen, wenn sie ihn denn vielleicht irgendwann mal braucht, eventuell. Die Bahn denkt da eben in etwas größeren Dimensionen. Infrastrukturanlagen werden nicht nur für die nächsten Jahre, sondern Jahrzehnte gebaut. Ich glaube, dass da nie ein regulärer Zug halten wird. Na, was soll's. Aber ist doch zumindest ein echter Hingucker, oder? Das war ein Film von Tim Grunenthal. Apropos, ich möchte einen Toast ausbringen. Früher gab es zumindest bei mir entsetzliche Dia-Abende über den Besuch beim Prickingshof. Heute YouTube. Und das seit 10 Jahren. Unglaublich. 10 Jahre. Oder wie Sebastian Edati dazu sagt, bestes Alter. Jedenfalls. Manchmal tut's weh. Jedenfalls, der Mensch wurde als Krone der Schöpfung von einem niesenden Panda-Baby abgelöst. Denn YouTube, das digitale Archiv der menschlichen Verschrobenheit, zeigt, wie wir drauf sind. Menschen filmen sich beim Auspacken von Wurst, geben Tipps zum Trendthema Kartoffeldruck mit toten Mäusen und zeigen eindrucksvoll, warum Kameramann ein Ausbildungsberuf ist. Andererseits, na. Andererseits ist YouTube ein Füllhorn an der Information zu jedem Thema des Planeten, dankenswerterweise auch kommentiert von Hinz und Kunz. Feiern wir also gemeinsam 10 Jahre den Triumph der Amateure, 10 Jahre enthemmte Videoclips für Tänzerinnen mit Wäschespinne im Hintergrund, aber auch 10 Jahre vernünftiger Bedienungsanleitung in Videoform, wie zum Beispiel Mysterium Wäscheklammer, Benutzung Pflege Stigma. Denn führen wir uns vor Augen, mittlerweile werden auf YouTube pro Minute 300 Stunden Videomaterial hochgeladen. 300 Stunden pro Minute. Das sind am Tag mehr als 300 Stunden. Krass. Und wissen Sie, was das eigentliche Problem ist? Wenn ich sowas nicht rechnen kann, habe ich auch die Uhr nicht im Blick. Wir sind nämlich fast am Ende. Und ich möchte Danke sagen. Es war zauberhaft mit Ihnen da draußen. Und auch mit den 4.000 Menschen hier im Studio. Bitte nochmal. Schlaf gut und schön. Danke. Also, haben wir noch was? Bis auf die Länge? Ja, gut. Bis, ja. Zapp. Medienmagazin Zapp. Gleich. Und jetzt. Direkt im Anschluss folgt das Medienmagazin Zapp. Und ich nehme an, ich moderiere es. Ansonsten, was passiert? Dankeschön. Du musst jetzt sofort rüber.